Hi und schön, dass du wieder dabei bist bei Teil Nummer 21 meiner Megaserie über Musikproduktion. Heute machen wir den extrem wichtigen Arrangement-Check. Ich nenne dir drei Fragen, die du dir stellen kannst, um herauszufinden, ob dein Arrangement funktioniert, ob es genügend Spannung hat, ob du deinen Zuhörer bei der Stange halten kannst und ob es über genügend Dynamik verfügt. Das ist gerade heutzutage im Instagram-Zeitalter sehr wichtig, wo die Leute eine immer geringere Aufmerksamkeitsspanne haben. Deswegen solltest du dafür sorgen, dass du genügend Abwechslung in deinem Mix hast, damit der Zuhörer dabei bleibt und deinen Song nicht als langweilig empfindet. Fangen wir gleich mal an mit Frage Nummer 1, die du dir stellen solltest, um herauszufinden, ob dein Arrangement spannend ist. Und das ist, setzen sich die Verse voneinander ab? Das ist wichtig, weil es wurden, glaube ich, sogar Untersuchungen gemacht oder es gibt Statistiken, dass viele Zuhörer beim zweiten Vers abschalten. Ja? Sie hören den ersten Vers des Songs, sie hören den Chorus und dann kommt der zweite Vers. Und das Problem bei Arrangements ist oft, dass der zweite Vers genau gleich ist wie der erste. Und dann sagt sich der Zuhörer, okay, das habe ich schon gehört, kann ich weiterschalten. Deswegen checken wir jetzt als erstes mal die Verse gegeneinander. Also, ich schalte mal an Vers Nummer 1 und dann gehen wir in Vers Nummer 2. Gut, ich gehe rüber zu Vers Nummer 2. Was ist dir aufgefallen? Sind die Verse gleich oder sind sie nicht gleich? Sie sind nicht gleich und das ist gut. Zunächst mal kann man die Verse noch mal ein bisschen unterteilen, weil sie relativ lang sind. Und zwar, sie sind beide gleich lang. Das ist übrigens auch ein Kriterium. Du kannst den zweiten Vers, könnte man jetzt zum Beispiel auch kürzer machen, um schneller wieder zum nächsten Höhepunkt, also zum Chorus zu kommen. Sie sind aber beide gleich lang. Ich habe aber hier, ich zeige dir das mal auf, hier beim ersten Vers fängt der Bass erst in der ersten Hälfte an zu spielen. Das habe ich so arrangiert schon mal gleich, dass der erste Vers dann da gleich ein bisschen aufgelockert wird. Und wir haben jetzt im Unterschied erster Vers, zweiter Vers, wenn wir vergleichen, haben wir zunächst mal Backing Vocals mit dabei beim zweiten Vers. Ne? Hier im zweiten Teil des zweiten Verses sitzt der ein. Wir haben ein Pad, das im ersten Vers nicht spielt, beziehungsweise nur einen Ton spielt. Hier spielt das ganze Akkorde. Und wir haben einen Shaker, der im zweiten Teil des zweiten Verses einsetzt und der im ersten Teil noch nicht dabei ist. Das heißt, den Check haben wir jetzt zunächst mal bestanden. Die beiden Verse setzen sich meines Erachtens ganz gut voneinander ab. Und dieses Interlude hier nach dem ersten Chorus, das leitet auch ganz gut über zum zweiten Vers. Was ich jetzt machen kann, um das noch ein bisschen mehr rauszuholen, ist zum Beispiel, ich finde, dass das Tambourin hier im ersten Vers nicht spielen muss, dass wir den noch luftiger halten, den ersten Vers, denn da kann sich der Zuhörer erstmal an die Stimme gewöhnen, die hier die Story erzählt, ein bisschen an die Melodie gewöhnen und da brauche ich jetzt eigentlich keinen Tambourin, das da noch zwischen reinhämmert. Das kann ich im zweiten Vers ganz gut bringen oder jetzt auch im ersten Chorus, wenn der Zuhörer schon ein bisschen in dem Song drin ist. Was ich auch noch machen könnte, ich gebe jetzt einfach mal ein paar Beispiele, ist zum Beispiel hier bei dem Tambourin, er spielt hier auf jeden Backbeat. Hier kann ich es zum Beispiel jetzt so machen, dass er nur auf jeden zweiten spielt, was ich eh besser fände. Ja? Das heißt, ich mute jetzt hier einfach immer die ersten und kann dann dieses Backbeat-Feeling noch so ein bisschen mehr rausholen, vielleicht. Ja. Und dass ihn erst im zweiten Vers alle Anschläge praktisch spielen, dann haben wir auch nochmal eine kleine Steigerung. Also es muss auch nicht immer irgendwas Großartiges sein, sondern es können auch kleine Veränderungen sein. Der Zuhörer nimmt das dann unterbewusst wahr. Ja, hören wir nochmal rein. Also jetzt spielt er nur auf jeden zweiten Backbeat. Ja, das ist auch nochmal ein bisschen den ersten Chorus ein kleines bisschen langsamer gemacht. Im zweiten spielt er dann jedes Mal. Haben wir ein kleines bisschen mehr Drive. Nicht viel, aber dennoch ein bisschen. Die zweite Frage, die du dir stellen solltest, ist, steigern sich deine Refrains im Verlauf des Songs? Das heißt, ist der letzte Refrain dramatischer, sage ich mal, als der erste Refrain oder Chorus, ja? Es muss nicht immer der dritte Chorus sein, ist meistens die Hauptsache. Es kann auch teilweise die Bridge sein. Also das variiert ein bisschen, so einfach ist es dann auch wieder nicht, aber auch die Bridge kann ein Höhepunkt sein. Aber
dennoch ist es, finde ich, wichtig, dass sich die Choruse oder die Refrains steigern innerhalb des Songs. Und die hören wir jetzt auch einfach mal nacheinander an. Wir fangen mal an mit Chorus Nummer 1. Vers 2, Chorus 2. Chorus 3. Okay, was für Unterschiede hast du bemerkt? Schauen wir mal ganz kurz. Chorus Nummer 1 sieht von den Instrumenten her relativ gleich aus. Wir haben hier eine Backing-Vocal-Stimme, Power-Chords, spielen eigentlich fast alle Instrumente. Ne, spielen schon alle Instrumente. Wir haben Chorus Nummer 2. Wo ist hier der Unterschied? Wir haben hier eine Backing-Vocal-Stimme, die dazukommt. Das heißt, sie singen nicht nur zweistimmig in Chorus 2, sondern dreistimmig, anders als in Chorus 1. Es kommt ein Shaker mit dazu. Und das war es, glaube ich, an Veränderungen hier. Ja? Okay, soweit, so gut erstmal. Oder ist das gut genug? Und dann schauen wir uns Chorus Nummer 3 an. Sie singen wieder dreistimmig. Die Instrumentierung bleibt gleich. Aber die Slide-Gitarre spielt im Hintergrund noch eine Melodie mit dazu. Zumindest mal haben wir die Refrains schon unterschiedlich. Ist das jetzt genügend Drama? Weiß ich noch nicht. Du kannst jetzt, um zu steigern, musst du nicht unbedingt immer ein Element dazu machen, weil sonst kann dein Arrangement auch überladen klingen, was dann das Gegenteil von dem erzeugt, dass du Aufmerksamkeit auf dich ziehen willst und du nervst den Zuhörern. Das heißt, du musst nicht, um irgendwas zu steigern, immer was dazu tun, sondern du kannst auch einfach was weglassen. Und das habe ich mir jetzt überlegt oder ist mir gerade so als Idee gekommen, wir brauchen eigentlich ja hier im ersten Refrain noch keine Power Chords. Ja, wir hören es mal an mit Power Chords und dann schalte ich die stumm und dann wirst du hoffentlich schon einen kleinen Unterschied bemerken. Wenn wir hier runterfahren. Auch hier wieder, es sind die kleinen Dinge. Ja. Mixing ist, und einen Mix gut zu machen, es sind viele kleine Schritte. Du musst nicht immer großartige Veränderungen machen, auch nicht bei Mixtechniken, um den gewünschten Effekt zu erzielen. Das ist, sind kleine Feinheiten oder Feinheiten oft. Ja. Ich finde, man hat es jetzt deutlich gehört. Natürlich ist es jetzt nicht ein Wahnsinnsunterschied, wenn die Power Chords hier fehlen in Akkord 1, aber in Chorus 1, aber es ist ein Unterschied. Und es ist ein wichtiger und ich finde, es ist ein guter Unterschied, denn der erste Chorus klingt einfach zurückhaltender. Und wenn wir dann die Power Chords erst in Refrain 2 haben, dann haben wir da schon mal einen Unterschied. Ich finde, da haben wir jetzt schon einiges rausgeholt. Man könnte jetzt natürlich noch sagen, Chorus 3 ist nicht dynamisch genug. Das könnte noch krasser abgehen. Ich könnte ja vielleicht noch einen zusätzlichen Flächensound einspielen, aber komm, lassen wir das. Wir wollen ja auch nicht übertreiben und das ist ja eher so ein Folk-Song, den ich ein bisschen in Richtung Pop gedrückt habe und wir müssen auch nicht komplett durchdrehen. Du musst auch immer gucken, in welchem Genre befinde ich mich eigentlich. Ja, und insofern haben wir zumindest jetzt die Verse gecheckt, das heißt, die Verse sind unterschiedlich. Ich finde, das ist ganz gut gelungen, die voneinander abzusetzen und die Refrains steigern sich nicht wahnsinnig, aber sie steigern sich zumindest. Und was du nicht vergessen darfst, ist, dass wir hier auch noch die Bridge haben, die man jetzt auch, oder dieses Solo könnte man jetzt auch als Höhepunkt des Songs bezeichnen. Ne? Wenn wir hier nochmal rausgehen. Gut, nee, es ist jetzt nicht der Höhepunkt, aber es ist nochmal ein deutlicher Unterschied und sorgt für einen Spannungsbogen. Und mit bei Spannungsbogen sind wir schon bei der wichtigen Frage Nummer 3. Hat dein Arrangement, hat dein Song einen in sich stimmigen Spannungsbogen? Was meine ich jetzt damit? Ja, ich wiederhole es nochmal. Hat dein Song einen in sich stimmigen Spannungsbogen? Das heißt, es gibt verschiedene Arten von Spannungsbögen. Wir fangen beim Intro an. Dann steigert er sich, dann kommt Refrain 1, dann steigert er sich, kommt Refrain 2, dann kommt die Bridge, das ist der absolute Höhepunkt in manchen Songs, ja, nicht in jedem. Und dann geht es wieder ein bisschen runter, es kommt dann Refrain 3 und wir gehen dann zum Outro oder Fade Out oder wie auch immer. Oder hat dein Song
so eine lineare Steigerung vom Refrain, steigert es sich immer weiter, höher, 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 bis zum letzten Refrain und endet dann in einem fulminanten Schlussschlag, was weiß ich, und in einem fulminanten Ending, wie auch immer. Also das solltest du checken als Frage Nummer 3, der Spannungsbogen. Wir gehen hier in diesem Fall, ich lasse jetzt den Song aus Zeitgründen nicht ganz durchlaufen, vom Intro, du hast ja schon die Parts eigentlich alle schon einzeln gehört, wir steigern uns dann in Refrain 2, in Refrain 1. Wir haben dann dieses Interlude hier, was ganz gut das nochmal absetzt, bevor es in Vers 2 geht. Dann kommt der Vers 2, der anders ist und der auch mehr instrumentiert ist. Es kommen mehr Instrumente dazu. Dann kommt Chorus Nummer 2, wo wieder mehr passiert. Dann kommt eine schöne Abwechslung, weil das kennt der Zuhörer jetzt alles schon. Ne? Wir sind dann auch in Minute, lass mal gucken. 2,5 Minuten sind da schon rum, siehst du hier oben. Ne? Dann kommt die Bridge, das ist gut nach 2,5 Minuten, die Bridge. Ein Interlude als Abwechslung, da können wir natürlich dann auch nochmal Drama einbauen. Dann geht es in Chorus 3, der auch größer instrumentiert ist als alle anderen Parts, wenn auch nicht viel größer, und dann geht es ins Outro. Ich finde also, check, wir haben einen in sich stimmigen Spannungsbogen. Und das solltest du auch für deine Songs checken. Jetzt die Frage an dich, machst du das? Das würde mich interessieren. Checkst du deine Arrangements? Schreib mir das bitte mal gerne unten in die Kommentare. Wenn du viele weitere Mixing-Tipps möchtest, wenn du dich noch unsicher fühlst beim Abmischen, dann empfehle ich dir mein PDF Speed Mixing, da zeige ich dir, wie du in 10 einfachen und logisch nachvollziehbaren Schritten zum hoffentlich perfekten Mix kommst. Ich zeige dir mein Mixing-System. Kannst du dir unten runterladen, habe ich dir im ersten Kommentar angepinnt, hat schon sehr vielen Leuten weitergeholfen. Ansonsten hoffe ich natürlich sehr, dass du morgen bei Teil 22 wieder mit dabei bist. Viele Grüße aus Alicante, wir sehen uns und bis bald.